König Harald, Prinzessin Märtha über seinen Gesundheitszustand. Sorge um König Harald, 86, wie der norwegische Hof mitgeteilt hatte, musste der Monarch wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Prinzessin Märtha Louise, 51, hat nun ein Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters gegeben. Seine Majestät der König ist krankgeschrieben und wird ins Nationalkrankenhaus eingeliefert, hieß es in einer Pressemitteilung auf der offiziellen Webseite des norwegischen Königshauses. Bei dem König wurde eine Infektion diagnostiziert, die behandelt werden muss. Und er wird daher einige Tage im Krankenhaus bleiben. Der Zustand ist stabil. Wann genau König Harald ins Osloer Universitätskrankenhaus eingeliefert wurde, ist bislang unklar. Laut Informationen der norwegischen Zeitung VG seien jedoch am Montagmorgen, 8. Mai, kurz vor 9:30 Uhr ein Krankenwagen und ein schwarzer Volvo am Rikshospitalet eingetroffen, wo ein Bereich in der Nähe des Notfalleingangs abgesperrt worden sei. In der Klinik arbeitet der Leibarzt des Königs, Björn Benz. Haralds Tochter Prinzessin Märtha Louise hat vorerst Entwarnung gegeben. Am Montagabend, 8. Mai, besuchte sie die Premierenfeier der TV-Serie Halfors Eventyrlige Ferden, DT. Halfors Abenteuerwelt, in der Reality-Doku, die den norwegischen TV-Star Halfor Bakke, 52, begleitet, taucht auch Märtha Louise auf. Auf dem roten Teppich erklärte die Prinzessin gegenüber der Seeokür, dass es ihrem Vater König Harald gut gehe. Er liege weiterhin im Krankenhaus. Ob sie ihn besucht habe, wollte sie jedoch nicht beantworten. Auch der Terminkalender des Monarchen sieht bisher keine großen Änderungen vor, für zwei Veranstaltungen am Donnerstag, 11. Mai, einen Staatsrat und einen zweitägigen Staatsbesuch aus Italien, ist weiterhin König Harald vorgesehen. Der stellvertretende Kommunikationschef des Hofs, Sven G. J. Geroldsen, erklärte gegenüber dem Blatt Seeokür, dass man nicht mit einer Änderung rechne, es gibt keine Änderungen im Programm des Königs. Außer der Tatsache, dass er heute, 8. Mai, nicht in Akershus sein wird, sagte er. König Haralds Gesundheitszustand gibt jedoch schon seit längerem Anlass zur Sorge. Im vergangenen Jahr musste der norwegische Monarch mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert werden, zuletzt im Dezember 2022. Verwendete Quellen: Kongehuset No, VG No, Seer No.